Hallihallo, es ist mal wieder Zeit für die Präsentation der aktuellen Pinkbox. Die ist mir heute ganz unverhofft ins Haus geflattert, obwohl ich da irgendwann schon die Versandmitteilung gelesen habe, habe ich da überhaupt nicht mit gerechnet. Wie ihr seht, als Zeitung habe ich diesmal die Jolie erwischt. Die aktuelle Ausgabe vom September 2013. Anscheinend sind da die Beschwerden doch angekommen, weil da ja öfter mal Zeitungen dabei waren, die irgendwie schon 2, 3 Monate alt waren. Jetzt öffne ich die Pinkbox. Sorry, meine Tochter ist hinten dran ein bisschen am Motzen. Die wartet auf ihr Essen. Aber wo viel Zeit muss gerade sein? Okay, kaputt. Man will ja den Überraschungseffekt nicht zerstören. Deswegen lege ich das hier mal kurz zur Seite. So, spicken kann ich jetzt nicht. Das ist mir nämlich gerade runtergefallen. Als erstes fällt mir hier gleich die Wimpernzange auf von Edita Piaf. Sagt mir jetzt gar nichts. Sowas habe ich schon, nehme ich aber auch nicht unbedingt. Aber gut, ist okay. Das sieht jetzt mal irgendwie aus, als wäre da kaum was drin. Ich hoffe mal, das täuscht. Dann haben wir hier von New Yorker Dress for the Moment. Das kenne ich jetzt nur als Laden. Haben wir noch ein ein Duschgel dabei. Style Up, da rieche ich gerade mal dran. Ups. Ja, riecht so. Ja, riecht recht dezent. Bisschen fruchtig, würde ich jetzt mal sagen. Das kann ich, glaube ich, nehmen, ohne dass die Leute nebendran umfallen. Dann haben wir hier eine Probe dabei von L'Oreal Dermo Expertise Youth Code. Ein Serum wieder mal für schöne, reine, makellose Haut. Ist das hier dasselbe? Ja, das sind 5 Stück. Oh, dann haben wir hier einen Lidschatten. Die Farbe heißt, kann man jetzt hier leider nicht so gut erkennen, Cosmic Black. Muss ich sagen, die gefällt mir super. Die hätte ich mir so auf jeden Fall auch gekauft. Das ist also so ein ganz dunkler Silberton, wenn man dem Namen glauben darf. Natürlich mit so ein bisschen Schwarz, aber das finde ich super. Maybelline New York, super. Haha. Da werden bestimmt wieder mich einige beneiden, weil die vielleicht wieder irgendeinen Badezusatz oder so dabei haben. Und dann sehe ich hier noch eine Feuchtigkeitsmaske von Louvers. Da kenne ich nur diese anderen Masken, die ich teilweise nehme, wo mir jetzt aber gerade der Name nicht einfällt. Das ist Dr. Beckmann. Nee, ich glaube, das ist was anderes. Ja, das dürfte sich so im Bereich von 1 Euro bewegen. Das ist auch okay. Feuchtigkeitsmaske. Ja. Ökotest sehr gut, von März 2011 getestet. Damit kann ich leben. Als letztes, das hier ist das Werbung, oder ist ja auch noch irgendeine Probe drin? Du warst, da geht es um Naturkosmetik mit Heilerde. Das sind im Moment irgendwelche Erklärungen. Ist hier noch was drin? Ja, hier ist nochmal ein Tester drin, getöntes Gesichtsfluid hell. Und Bronze, aha. Okay, Bronze, ja, werde ich nicht benutzen können, aber das Helle könnte vielleicht passen. So, das war's schon. Das überrascht mich ein bisschen. Also normalerweise habe ich den Eindruck, dass da immer mehr Sachen drin sind. Aber gut, Qualität und Quantität, ihr kennt das ja. Dann haben wir also hier die Proben von Louvers. Das ist ein Produkt zur Pflege der Haut. Hier haben wir nochmal dieses Serum von L'Oreal Youth Code, den Wimpernformer. Ja, und hier schon der Lidschatten. Mehr ist es nicht. Also ich finde es ein bisschen wenig, aber der Lidschatten ist toll. Das Duschgel kann man auch gebrauchen. Die Wimpernzange, naja, gut. Ja, was meint ihr dazu? Also ich finde es fast ein bisschen mager. Wenn ich überlege, was da sonst immer so alles drin ist, bin ich eher, ja, unentschlossen. Ihr merkt das. Was haltet ihr denn davon? Oder was war in eurer Box drin? Gern könnt ihr eure Videos hier verlinken. Oder wenn ihr mir noch ein bisschen Zeit gebt, werde ich auf meinem Blog auch nochmal was dazu schreiben und auch die Preise angeben. Das kann ich jetzt hier so spontan natürlich nicht machen. Ja, wenn ihr die Pinkbox abonnieren möchtet, kann ich euch nach wie vor werben. Dann könnt ihr mir einfach entweder eine E-Mail schreiben an hallo@dietesterin.de oder dann auf meinem Blog einfach im Beitrag kommentieren. Also ich brauche eure E-Mail-Adresse, um zu werben. Und von dieser E-Mail-Adresse aus dann später auch bestellen.
Und noch ganz wichtig, ihr dürft von der E-Mail-Adresse aus, die ihr immer angebt, nicht bereits Kunde gewesen sein. Also wenn ihr das schon mal getestet habt und nochmal testen möchtet, dann nehmt auf jeden Fall eine andere E-Mail-Adresse, sonst funktioniert das nicht. Okay, bis zum nächsten Monat mit der Pinkbox Oktober.